Der Bitcoin Spot ETF hat heute seinen dritten Handelstag. So beschäftigen wir uns selbstverständlich mit aktuellen Bewegungen, werfen allerdings auch einen Blick auf aktuelle Liquiditätsverschiebung, denn gerade aus dem chinesischen Markt sehen wir nicht nur mögliche Bitcoin Spot ETFs, die in Zukunft gelauncht werden, sondern auch weitere Liquidität, die tatsächlich den gesamten Markt unterstützen könnte. Des Weiteren beschäftigen wir uns heute auch mit Unstablecoins bzw. mit einem Stablecoin, der relativ groß ist und sein Pack verloren hat, was es damit auf sich hat und vieles mehr im heutigen Marktupdate. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und ich muss mal ganz ehrlich sagen, obwohl wir heute den Bitcoin Spot ETF Handelsstart gesehen haben, sehen wir zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch keine großen Marktbewegungen. Dabei ist der Handelsstart relativ ruhig verlaufen, um 15.30 Uhr ging es ja los. Das Ganze kann sich natürlich noch verändern, während dieses Video hochgeladen wird, denn ihr wisst, die US-amerikanische Handelszeit läuft auch noch in den deutschen Abend rein. Also wenn wir hier 19, 20 Uhr haben, handeln die Amerikaner immer noch und meistens dann sogar mit einer noch stärkeren Dynamik. Was wir allerdings zum aktuellen Zeitpunkt schon festhalten können, sind beispielsweise die Bewegungen von Grayscale. Sie übertrugen nämlich weitere 9.000 Bitcoin an die Kryptohandelsplattform Coinbase, um sie dort höchstwahrscheinlich zu verkaufen. Dabei sprechen wir von einem Wert von über 385 Millionen Dollar. Wir haben uns die letzten Tage ausführlich darüber unterhalten, warum Grayscale insgesamt über mehr als 26 Milliarden US-Dollar an Bitcoin verfügt, beziehungsweise was hier die Risiken auf der anderen Seite allerdings auch die Chancen sind. Dabei sehen wir aktuell wahrscheinlich einen nicht ganz so großen Abgabedruck, obwohl Grayscale tatsächlich viele Bitcoin an Coinbase überträgt, denn im selben Zusammenhang sehen wir auch, dass das Kaufinteresse in Bezug auf den iBTC, also den Bitcoin Spot ETF von BlackRock, relativ hoch ist. Während wir auf der einen Seite sehen, dass der Grayscale Bitcoin Trust mit einem Discount gehandelt wird, sehen wir auf der anderen Seite ein Premium beim BlackRock eigenen Bitcoin Spot ETF, was eben darauf hindeutet, dass die Liquidität verschoben wird. Hintergrund hierbei natürlich relativ simpel, während man bei Grayscale aktuell in Bezug auf den Bitcoin Spot ETF rund 1,5% Gebühren pro Jahr zahlen muss, sprechen wir bei BlackRock von knapp 0,25%. Große Chancen sieht vor allem auch Arthur Hayes. Er ist der ehemalige Mitbegründer von BitMEX und einer der bekanntesten und auch respektiertesten Persönlichkeiten im gesamten Crypto-Space. In einem neuesten Artikel spricht er darüber, dass die Bitcoin Spot ETFs über das allgemeine Interesse der Institutionellen, vor allem auch aufgrund von Arbitrage und Options sowie auch Finanzierungsmöglichkeiten, ein großes Interesse der großen Gutkapitalisierten auf sich ziehen können. Er sprach hierbei vor allem von Marktineffizienz und von der teilweise starken Antikorrelation im Vergleich von Bitcoin zu den Aktienmärkten. Dabei sprach er vor allem in Bezug auf den Bitcoin über Unterschiede in der Preisfindung. Wortwörtlich hieß es, Bitcoin ist ein globaler Markt und die Preisfindung findet hauptsächlich auf Binance statt. Zum ersten Mal seit langer Zeit werden die Bitcoin-Märkte eine vorhersehbare und dauerhafte Arbitrage-Möglichkeit haben. Arbitrage ist relativ simpel, wenn beispielsweise auf Binance extrem viel Bitcoin gekauft wird, steigt dort überdurchschnittlich der Preis, weil natürlich dort tendenziell mehr gekauft wird als beispielsweise auf Coinbase in diesem Fall. Dann gibt es eben große Market Maker und Arbitrageure, die eben dann die Bitcoin von Coinbase nutzen, sie rüberschieben zu Binance und sie dort eben verkaufen. Warum? Weil der Preis eben auf Binance ein bisschen höher ist als auf Coinbase. Dann schieben sie eben die Bitcoin von Coinbase auf Binance, verkaufen sie hier, auf Binance fällt dann der Preis und so gleicht sich das aus. Das Ganze nennt sich, um es ganz simpel zu schreiben, Arbitrage. Er meinte zudem eben auch, dass es gerade nur diverse Handelsplattformen gibt, die von den ETF-Herausgebern in Anspruch genommen werden können. So betonte er, was auch immer in New York und Hongkong passiert, keine Stadt wird Fondsmanagern erlauben, Bitcoin zum besten Preis zu handeln, sondern sie dürfen nur an ausgewählte Börsen handeln. Dieser unnatürliche Zustand führt zu weiteren Marktineffizienzen, von denen wir als Arbitrageure profitieren können. Wir wissen ganz genau, viele ETF-Herausgeber nutzen Coinbase zum einen natürlich, um darüber die Bitcoin zu verwahren, zum anderen allerdings natürlich auch, um sie dort zu handeln. Und genau das sehen wir eben beispielsweise jetzt an den Beständen von Grayscale. Wir können genau verfolgen, was sie mit ihren Bitcoin machen, wann sie die wo hinschieben. Dementsprechend entsteht dort möglicherweise ein Verkaufsdruck, was andere Arbitrageure dann ausnutzen können. Und genau deshalb geht Arthur Hayes davon aus, dass dieser Sektor stark wachsen könnte. Denn je stärker wir hier natürlich gebündelte Käufe und Verkäufe an großen und bekannten zentralisierten Börsen sehen, desto höher ist eben auch die Möglichkeit für Arbitrageure davon zu profitieren. Das lockt dann wiederum Market Maker in den Markt, die eben dafür verantwortlich sind, Liquidität von A nach B zu schieben, was im Allgemeinen den Kryptomarkt in Bezug auf Liquidität seiner Meinung nach unterstützen könnte. Er selber spricht hier sogar von Milliarden, die das in den Markt reinziehen könnte. Ich bin wirklich gespannt, wir werden uns selbstverständlich auch die nächsten Wochen weiter darüber auf dem Laufenden halten, welche Bewegungen wir hier sehen. Große Liquidität sehen wir allerdings vor allem eben auch in Hongkong, wo jetzt die Hashkey Group offiziell angekündigt hat, knapp 100 Millionen US-Dollar in der Finanzierungsrunde eingesammelt
gesammelt zu haben. Das Ganze veröffentlichten sie jetzt am Dienstag. Dabei wurde die Runde bereits im August des vergangenen Jahres angekündigt. Dadurch wird das Unternehmen aktuell mit knapp 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Es handelt sich somit eben um ein Unicorn-Unternehmen. Den Begriff wendet man an, wenn ein privates Unternehmen mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet ist. Hashkey ist in Hongkong sehr, sehr groß und wird eben jetzt noch viel, viel größer. Dabei sagte der COO erst vor wenigen Tagen, dass mittlerweile mehr als 10 Vermögensverwalter in Hongkong potenzielle Crypto-ETFs prüfen. Ich hatte ja schon mal darüber berichtet, scheinbar scheint das Ganze jetzt stärker in die Richtung zu laufen, dass eben auch China im ETF-Markt mitspielen möchte, denn man muss ganz klar sagen, okay, wir haben jetzt ETF-ähnliche Produkte bzw. ETPs in Europa, wir haben diese Produkte eben auch in den USA und jetzt soll das Ganze auch nach China bzw. nach Hongkong kommen. Und ja, man kann natürlich sagen, Hongkong ist vergleichsweise klein, aber Hongkong ist quasi der Finanzstandort aus ganz China. Das heißt, ja, in China ist Bitcoin und Krypto alles verboten. Über Hongkong laufen allerdings dann die ganzen Investitionen. Und der chinesische Markt ist extrem wichtig. Das darf man nicht vergessen. Lass an dieser Stelle super gern ganz kurz eine Bewertung da. Also entweder einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, ob dir das Video gefällt oder auch nicht. Das gibt mir Feedback, unterstützt so ein bisschen den Algorithmus und ist für dich nur eine Sekunde Arbeit. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für den zusätzlichen Support, Freunde. Dabei bleiben wir kurz in China, denn jetzt kommen wir zu einer Nachricht, die eben vor allem auch in Bezug auf Liquidität sehr wichtig für den Kryptomarkt sein könnte. Die chinesische Wirtschaft kämpft ja schon seit längerem mit großen Problemen. Sie sind nach den großen Covid-Problemen nicht wirklich wieder in Gang gekommen. Dabei habe ich immer mal wieder darüber berichtet. Jetzt hat die chinesische Regierung sogar institutionelle Anleger davor gewarnt, Aktien zu verkaufen. Ich weiß nicht genau, wie das kommuniziert wurde, aber wenn die chinesische Regierung Unternehmen warnt, Aktien zu verkaufen, würde ich als Unternehmer auf jeden Fall ein bisschen genauer aufpassen. Wenn wir uns beispielsweise mal die Aktien anschauen, so sehen wir, dass die chinesischen Aktien im Verhältnis zum S&P 500 auf dem niedrigsten Stand seit 2010 zurückgefallen sind. Und das, obwohl China eigentlich vor 2020, also bevor der ganze Pandemie-Kram losging, richtig gut performte. Wir sehen beispielsweise auch eine gravierende Entwicklung, wenn man sich die Schwellenländerfonds anschaut und China damit vergleicht, beziehungsweise China aus diesen Fonds rausnimmt. Das heißt, wir sehen hier gerade in den letzten Monaten massive Zuflüsse eigentlich in Schwellenländerfonds, allerdings eben ausgeschlossen von China. Ihr seht hier, die Statistik mit China rutscht nach unten ab, während das Kapital eigentlich in die Schwellenländerbereiche investiert wird. China hat massive Probleme, nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch im Immobilienmarkt, haben wir uns schon oft drüber unterhalten. Ich verlinke hier gerne nochmal ein Video. Ihr wisst allerdings, glaube ich, mittlerweile Bescheid, der chinesische Immobilienmarkt ist größer als der chinesische Aktienmarkt, weil die Chinesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten Immobilien als Altersvorsorge gekauft haben. Ist nur blöd, wenn irgendwann keine neuen Menschen dazukommen, du allerdings weitere Immobilien baust. In China stehen Millionen Wohnungen leer. Ich kann die genaue Zahl aber jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen. Wie gesagt, haben wir uns schon mal in damaligen Videos drüber unterhalten. Also China hat massive Probleme, die Wirtschaft kommt nicht in Gang. Sie befinden sich in einer Deflation. Wir sehen, dass die Aktienmärkte abkacken. Ausländische Investitionen gehen zeitweise zurück. Und unter anderem aufgrund dessen erwägt China jetzt Neuemissionen von 1 Billion Yuan bzw. rund 139 Milliarden US-Dollar in Form eines sogenannten Sonderplans für Staatsanleihen. Das wäre tatsächlich der vierte Verkauf dieser Art in den letzten 26 Jahren, was noch einmal ganz klar verdeutet, wie dringend China bzw. die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft diese Liquidität braucht. Dabei sehen wir eben, dass die chinesische Liquidität extrem stark mit Bitcoin und Krypto korreliert. Das heißt, auch wenn China Bitcoin und Co. verboten hatte, wissen wir, aus China kommen sehr, sehr viele, sehr große und gut kapitalisierte Investoren, weshalb ich nicht nur über die allgemeine Liquidität immer wieder spreche, sondern eben auch auf den chinesischen Markt hiermit hervorhebe. Wo wir beim Thema Geld sind, so bleiben wir kurz dabei, sprechen allerdings jetzt über das Geld im Kryptomarkt, beziehungsweise über Stablecoins oder soll ich nicht doch lieber sagen Unstablecoins. Wir sahen nämlich, wie in den vergangenen 24 Stunden der große Stablecoin TUSD sein Peg verloren hat. Er rutschte hierbei unter die 1-Dollar-Marke, was eben bei einem Stablecoin, der 1 Dollar wert sein soll, überhaupt nicht geht. Dabei sahen wir eben auch im Hintergrund massive Verschiebungen. So wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 444 Millionen US-Dollar dieses Stablecoins verkauft, während auf der anderen Seite nur knapp 301 Millionen US-Dollar des Stablecoins gekauft wurden. Das deutet auf ein Defizit von 142 Millionen US-Dollar hin,
Und dieses Defizit, ja, muss eben natürlich von TrueUSD, dem Herausgeber von TUSD, ausgeglichen werden. So müssen sie natürlich das Geld zurückzahlen. Das Problem ist eben, wenn sie nicht über dieses Kapital verfügen. In den letzten Stunden verschärfen sich hierbei die Gerüchte, dass TUSD möglicherweise nicht komplett besichert ist. Dabei muss man sagen, diese Gerüchte gibt es eigentlich schon seit Monaten. Sie verschärfen sich nur in den letzten 24 Stunden aufgrund eines mysteriösen Twitter-Posts, der eben darauf hindeutet, dass es hier möglicherweise an Kapital fehlt. Das gleichzeitig mit einem Depeg des Stablecoins ist natürlich überhaupt keine gute Promo und man darf nicht vergessen, dass der Stablecoin sowieso schon seit einigen Monaten hier in einen eher rückläufigen Trend gelaufen ist, vor allem was die Marktkapitalisierung angeht. So betonte beispielsweise Bradley Park, Analyst von CryptoQuant, gegenüber Coindesk, TUSD ist mit Justin Sun verwandt und seine Marktkapitalisierung schrumpft ständig. Dies liegt wahrscheinlich an den möglichen Auswirkungen der HTX- und Polynex-Hacks. Darüber haben wir uns ebenfalls schon in den vergangenen Monaten unterhalten. HTX sowie auch Polynex, die beiden Kryptohandelsplattformen, die von Justin Sun kontrolliert werden, wurden in den vergangenen Monaten des Öfteren angegriffen. Hierbei gingen viele, viele Millionen flöten und die Frage ist halt, woher Justin Sun das Kapital nimmt, um diese Verluste auszugleichen. Wenn wir uns beispielsweise mal im Allgemeinen die Veränderungen in Bezug auf den TUSD Stablecoin anschauen, so sehen wir, okay, zum einen geht natürlich die gesamte Marktkapitalisierung runter, zum anderen sehen wir eben auch, dass das Volumen massiv eingebrochen ist. Der Stablecoin wird kaum noch genutzt und woran liegt das? Unter anderem daran, da Binance ihn nicht mehr so stark unterstützt wie vor einigen Monaten. In einem Video von vor einigen Monaten habe ich schon über die Ungereimtheiten in Bezug auf den Stablecoin hingewiesen. So kam er plötzlich aus dem Nichts und ist mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar bewertet worden. Auf einmal hat Binance dann angefangen, die Gebühren in Bezug auf den TUSD-Stablecoin auf Null herabzusetzen, was ihm noch mehr Volumen und Marktkapitalisierung gebracht hat. Jetzt gerade sehen wir, dass sich Binance hier offensichtlich zurückgezogen hat. Das Volumen des Stablecoins ist down und auch die Marktkapitalisierung ist massiv rückläufig. Genau wissen, was im Hintergrund passiert, tun wir natürlich nicht. Jetzt kann man einfach nur abwarten und schauen. Das könnte natürlich am Ende des Tages negative Auswirkungen haben, wenn dieser Stablecoin bricht, wobei ich glaube und auch hoffe, dass keiner von euch in diesen Stablecoin investiert hat oder sein Kapital lagert. Ich meine, wir haben genug seriöse Stablecoins, da muss man, glaube ich, nicht auf so einen Stablecoin zurückgreifen, der nicht wirklich, ja, legit aussieht. Zudem muss man auch fairerweise sagen, aktuell hat er eine Market Cap von nicht einmal mehr 2 Milliarden US-Dollar. Ich erinnere noch einmal, als Terra Luna vor knapp, ich glaube mittlerweile sind schon fast 2 Jahren zusammengebrochen ist, hatte der eigene Stablecoin eine Market Cap von zig Milliarden US-Dollar, war also deutlich größer. Das Ganze hat also jetzt von den Auswirkungen nichts mit dem damaligen Terra Luna Zusammenbruch zu tun. Trotzdem natürlich interessant, gerade weil ich bereits schon vor Monaten über die Risiken mit diesem Stablecoin gewarnt habe. Ich bin wirklich gespannt, was wir hier am Ende des Tages noch sehen werden. Ich hoffe natürlich, dass alles gut geht, doch die Zeit wird es uns zeigen. An dieser Stelle möchte ich das heutige Video allerdings auch schon beenden, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Vergesst nicht zu bewerten und zu kommentieren. Das unterstützt mich und meine Arbeit und gerne auch kostenfrei abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen entspannten Abend. Bis morgen dann. Ciao, Freunde.